Was? 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 Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für das ultimative Troll-Level-Erlebnis in Mario Maker 2? Nope. Ich auch nicht. Aber egal, heute geht's ab. Heute wird's wirklich ein Troll-Level geben, der Götter. Also wirklich, ich freue mich extrem. Ich kenne das Level nicht, ich freue mich einfach und lass uns reingehen. Komm, ab geht die Post. So, los geht das Ganze. Lars Alphan Trollseer Rev 9. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es soll ein krasses Troll-Level sein. Ich habe es geschickt bekommen und ich bin richtig gehypt, gespannt. Denn es ist ja wieder eine einige Zeit her. Und deswegen wird es mal wieder Zeit für ein Troll-Level. Und zwar eines, was wirklich mich zum Erschüttern bringt heute. Also, oh geil. Liebe auch den alten Super Mario Bros. Stil. So, was ist hier? Ein Rohr. Also normalerweise würde man erst denken, reingehen. So, wir sind aber in Trollhausen heute. Und Trollhausen, das bedeutet... Ich habe schon gedacht, Leute, guck mal, es ist so klar. Es ist so klar, dass es so anfängt. Diese Soundeffekte. Okay, da steht no, das ist falsch. Aber nice, es ist ein Double Troll, ey. Direkt so fängt's an, aber ich kann es immer noch nicht glauben. Okay, es ist wirklich ein Troll. Okay, dann geht's wirklich. Muss doch was sein. Egal, komm, gib mir die Röhre. Okay, 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 okay. Was passiert hier? Was passiert hier? Da ist eine Shell. Okay, und ich lasse meine Tod. Komm, komm. Weiter geht's hier. Ich hoffe, es wird nicht so anstrengend. Ich hoffe, ich werde nicht komplett ausrasten, Leute. Easy, easy, easy. Okay, was passiert hier? Bombe? 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 Ja, toll, ich brauche die Bombe. Ich brauche die Bombe. Zack, Bombe. Ganz toll, ganz toll, Idiot. Noch alles gut, noch bin ich die Ruhe selbst, ich bin die Gelassenheit in Person. Aber ihr kennt es, liebe Leute. Okay, da ist sogar, guck mal, da sind sogar die Sprunglinien mit diesen Schienen eingebaut. Machen diesmal den hier. Oh, 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 okay, okay, okay. Jau, okay, nice, geschafft. Okay, da kommt doch gleich irgendwas von oben, da kommt doch irgendwas von oben, da kommt doch irgendwas von oben. Okay, kommt nichts von oben. Oh, da kann ich raus. Ist doch was. Soll ich zu dem Stern oder nicht? Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich lasse es erstmal. Komm da bestimmt nicht mehr rein, nämlich in diese Röhre. So, was ist hier? Das ist so ein geiler Soundtrack, aber jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, ist das... Alter, was für ein Troll. Ey, hier ist... Also, ich merke gerade, in dem Level ist nicht mit einfach stehen bleiben und mal analysieren und mal gucken, wann was passiert. Nee, hier wirst du gleich, vom Level zerstört. Nein, ich sehe schon wieder kommen. Ich sehe schon wieder kommen, Leute. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ich werde jetzt bis zum ersten Checkpoint, wenn es überhaupt einen gibt, wissen wir nicht, werde ich so lange brauchen. Ich werde so oft getrollt. Den Anfang kann ich eigentlich so. Dieser Shelljump ist zwar ein bisschen eklig mit diesem Knochentrocken, aber okay, hier wird gleich was geschossen. Ja, geiles Ding. Okay, da komme ich nicht mehr raus nämlich. Okay, das wissen wir jetzt. Analysen-Time. Was passiert jetzt hier? So, wir haben da einen Schalter. Wer ist aber so dumm und drückt diesen Schalter? Dann fällt man ja in den Tod. Also schnell weg. Okay. Oh, was? 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 Oh mein Gott. Ey. Ich gehe ein mit. Was? Ey. Ey, das hab ich gerade. Ey, das war gerade zu krass einfach. Das war wie in einem Film. Ey, das war echt so gut gerade, ey. Ich bleib kurz stehen. Bam, tot. Also, das ist wirklich, Alter, wie krass. Ey, was ist hier gerade passiert? Ich will es doch mal sehen. Ich hab... Oh mein Gott, die hätte mich sogar fast wieder gechased. Ah, rote Blöcke, okay. Da ist der Checkpoint, da ist schon ein Checkpoint, geil. Passiert doch irgendwas, da passiert doch irgendwas, da passiert doch irgendwas. Wie kann ich mich jetzt umbringen? Okay, ich kann mich da umbringen, aber ich sollte eigentlich, guck mal, wenn ich da den roten aktiviert habe, wie komme ich denn aber... Wow! Oh mein Gott, was für ein weiter Sprung. Ich schrei hier so wieder, ich schrei die Bude wieder so zusammen hier, Leute. Ich weiß gar nicht, ey. Ich leg mich hier mit den meinen Nachbarn an, also... Oh, oh Gott, oh, fast hätte ich es verkackt. Okay, was ist jetzt? Pilz? Lol, ich hab's geschafft. Ich hab ihn aktiviert. Ich hab ihn aktiviert. Muss ich schnell genug sein vielleicht? Weil da kam Kanon jetzt hoch. Okay, da kam Kanon hoch. Da unten kam Pilz einfach. Also man muss einfach wirklich, auch wenn es 0% Sinn macht, diesen Block aktivieren, den Switch. Und dann fällt man da rein, aber da ist ja irgendwie ein Pilz, der einen dann doch noch rettet mit einem Damage Boost. Aber keine Ahnung, Leute, komm, wir gucken uns das mal an. Darf nicht so dumm sein. So, spring, zack, zack. Da ist der Pilz, okay. Jetzt schnell sein, schnell sein, schnell sein, schnell sein. Okay, die kommt trotzdem. Digga. Ey, das klang gerade wie König Buhu oder eine King Buu 1:1. Digga, dieses Lachen, zack. Oh nein, oh nein, oh nein. Leute, ich muss kurz das analysieren, sonst wird das hier nicht. Konzentrationstheos, back in the town. Konzentratione. Sollte ich dieses Rätsel lösen, habe ich mir ja wohl mal wieder einen Daumen nach oben von euch verdient. So, einfach grundlos das Video zu liken, das ist natürlich ehrenhaft, so. Aber ich finde, man sollte erst liken, wenn ich dann auch was geleistet habe hier. Und das habe ich beim besten Willen noch nicht. Zack. Warte, ich geh rechts. Ich geh rechts! Oh, okay. Moment mal. Hier ist jetzt zu. Hier ist jetzt zu. Das haben wir jetzt verstanden. Das haben wir verstanden. Ist hier irgendwas aufgegangen? Da, links. Wie ich es gesagt habe, links ist jetzt eine Blume. Warum auch immer. Das ist ja so ein Troll auf tausend Ebenen. Erstmal den Schalter überhaupt auszulösen, okay? Dann, dass hier trotzdem der Schalter, wenn man ihn ausgelöst hat, nichts bringt. Der Checkpoint ist ein ganzer Troll. Das ist alles umsonst. On point. Jetzt werdet ihr sehen. Jetzt werdet ihr Skill-Theo erleben. Skill-Theo kennt ihr nämlich noch fast gar nicht. Skill-Theo ist der hier, der nämlich links umdreht und dann hier hochspringt, weil jetzt die Blume kommt, die er hochklettert. Die er hochklettert und nicht stirbt. Er stirbt nicht. Er löst ihn hier aus und geht da rein. Das ist nämlich Skill-Theo. Okay, was passiert jetzt? Ah!
wird langsam nervig, den ganzen Scheiß mal wieder neu zu spielen. Ich bin schon bei über 10 Minuten wieder bei der Aufnahme. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Mal sehen, ob wir heute Blau und Schlau lösen. Jetzt gehen wir langsam das Ganze an. Rüber. Rein da, zack. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ich glaube, das war richtig. Ich glaube, warten war da richtig. Nicht Panik. Keine Panik. Keine Panikattacke kriegen, sondern einfach warten. Weil ich wurde gerade zur Seite geschoben. Das wird was bedeuten. So, jetzt versuchen zu analysieren. Also links. Ah, ihr seht, hinter der Tür ist eine Wand mehr oder weniger. Beziehungsweise ein One-Way-Weg. Das bedeutet, wäre ich am Anfang gepanikt und wäre nach links gelaufen, wäre das zugegangen und ich werde eingesperrt. So, dass ich gewartet habe, war, glaube ich, ganz gut. So, jetzt müssen wir eigentlich oben in diese Tür, die über uns ist. Da über sind aber zwei Piranha-Manchas. Ne, sind Piranha-Gedöns. Was muss ich machen? Ich muss in den Shell. Ich muss den Pow-Block aktivieren. Der Pow-Block ist das Wichtige. Okay, und da ist ein Pow-Block. Den kann ich aber, glaube ich, nicht aktivieren, indem ich den Shell dagegen. Ich glaube, der Shell springt wieder zurück und ich muss dann, wie wieder mit den Schienen eingezeichnet, da rein. Nein, wie schnell ist der denn? Wie schnell ist der denn? Und dann muss ich da rein. Dann von oben den Pow-Block runter und dann kann ich durch die Tür. Das ist die Analyse und das ist... Das ist schon Troll-Mastermind-Level, also das ist diese Analyse von mir jetzt gerade. Aber soll ich das hinkriegen, wünsche ich mir einen Checkpoint. Also jetzt ganz ehrlich, das ist sonst zu viel, was man machen muss. Das ist too much. Nein, ich bin doch so ein... Ich darf nicht so durchdrehen, ich muss ein bisschen gefasster bleiben, weil es ist ein Troll-Level, es ist darauf ausgelegt, dass ich hier ausraste. Er will mich in die Knie zwingen und ich glaube, das Level wird noch so lang gehen, wenn ich nicht mal einen Checkpoint habe und das hier wieder unendlich viel ist, bevor ich zum Checkpoint komme. So, jetzt ruhig bleiben, heißt es. Es heißt ruhig bleiben und jetzt nichts machen, nichts machen. Guckt euch das an, nicht paniken, weil ich werde zur Seite geschoben. Das Level hat an mich gedacht. So, und jetzt... Nein, ich bin doch zu früh, ich bin doch so blöd. Sorry. Nicht verrückt spielen, nichts machen, komm, das ist alles easy. Das ist doch Kindergarten bis jetzt. Guck dich das an, ich mache nichts und ich werde einfach beiseite getragen. So, kicken, rein. Ja, ja, ich hab's geschafft, Okay, da hoch, runter, Pow-Block. Okay, Pow-Block aktiviert. Rein da. Da oben ist ein Pfeil nach links. Das bedeutet, wenn ich durch die Tür reinkomme, also hier reinkomme in den Raum, muss ich nach links drücken. Und da ist der Checkpoint, da ist der Checkpoint. Okay, und diese Plattform ist wahrscheinlich nur dafür da, um mich hier umzubringen jetzt, weil ich wurde in diese Lücke hier reingeschubst. Und ich muss aber nach links drücken, damit ich den Damage Boost kriege und da durchkomme und ich bin da wieder runtergefallen. Okay, deswegen alles von vorne, komm, alles von vorne. Scheiß drauf. Nach links, komm. Ja! So, Checkpoint, halbe Miete. Geiles Ding. Okay, was passiert hier? Nicht paniken. Okay, nach links und tot. Und was passiert hier? Was soll ich machen? Wahrscheinlich wieder nicht paniken. Einfach stehen bleiben. Das ist immer das Wichtigste. Keine Panik. Einfach das Troll-Level regelt. So, guck mal. Safe. Es ist safe so. Es ist einfach geil. Wow! Was passiert denn da? Was soll man denn machen? Ey, ich verstehe es langsam nicht mehr. Was passiert denn hier? Jetzt mal ohne Witz. Okay. Wuhu! Wow, was passiert hier? Hilfe! Wow! Was? Okay, aber ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ich muss mich ducken. Also bei Super Mario Bros. Sich zu ducken ist irgendwie immer noch so unrealistisch, weil... Was? Okay, der ist echt. Okay. Oh Leute, jetzt kommt wieder Rübser hier raus. Oh, warte mal, ich sehe doch da unten. Guckt euch das mal an. Da brauche ich doch bestimmt den Swamp von rechts, weil ich da oben nicht weiterkomme. Ja, da oben links hier wird es mir sogar angezeigt. Ja, ich komme nicht weiter. Kriege ich den Swamp noch? Ich glaube es nicht. Ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass der nicht mehr zurückkommt. Ja, komm. Okay, der kommt nicht mehr zurück, aber wir kriegen ihn wieder. Komm. Wir müssen ihn so ein bisschen locken. Wie so ein Haustier müssen wir ihn locken. Ey Leute, ich mache aber Progress hier. Komm, ich mache Progress. Oh Mann, ich bin doch so gierig wieder. Okay, da kommt doch oben was runter. Guck mal, der zerquetscht mich doch auch. Okay, ah, ich duck mich. Komm mit, Swamp. Komm doch mit. Wow! Jetzt hat er hier dicht gemacht mit diesen scheiß Piranha-Pissern. Also ich muss vor ihm laufen. Okay, das schaffe ich. Kannst du noch hinkriegen? Oh Gott, was passiert denn heute hier? Was ist das für ein Troll-Level? Absolut geil, mir gefällt es richtig bis jetzt. Also richtig geiles Level. Absolut genial und genial. Wow! Alter, das war krass. Knappe Kiste. Okay, jetzt bin ich hier. Was passiert? Das ist doch das neue Troll-Lied. Der Slider-Mix ist out. Das ist jetzt das für... Was soll ich denn machen? Hilfe! Soll ich da durch das Rohr rechts? Ich gehe jetzt mal durch das Rohr jetzt, okay? Weil sonst ist das Quatsch. Oh, es ist so knapp. Okay, jetzt gehe ich rechts rein. Rohr. Blaues Rohr. Okay, was passiert hier? Oh Gott! Jetzt muss ich mich so umbringen. Ja, okay, das ist gar nicht so anstrengend, wie ich gedacht habe, aber okay. Boah, okay. Das ist ein Troll-Rohr, keinesgleichen. Ein Roll-Troll. Boah, Mann! Lauf doch schneller, du scheiß Mario, Mann! Lauf! Das war gut, das war sehr gut. Wuhuhui, yes. Okay, jetzt ganz schnell. Spring. Was soll ich denn machen? LOL! Ach so, oh mein Gott! Hä? Wie komme ich jetzt aber da hoch? Ach so, mit Sprung vielleicht? Mit bisschen Anlauf? Bitte mit Anlauf, bitte.
Ja, Mann! Ja, Mann! Das ist der Trick! Was jetzt? What do you see? What do you see? Oder was versteht er? Which do you see? Which? Ich kann nicht lesen. Eins, zwei. Eins, gar nichts? Zwei, dieses Symbol? Ach so, was habe ich gesehen? Das ist jetzt quizmäßig. Ein Quiz? Alter, wie geil! Okay, diesen Stern, habe ich den gesehen, so wie er ist? Nee. Den habe ich nicht gesehen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Den, Leute, den habe ich gesehen, aber der war doch größer. Der war doch viel größer ganz am Anfang, oder nicht? Der war doch nicht so klein, aber vielleicht ist es nur so abgebildet. Sechs? Also sechs kommt schon mal in Frage, den habe ich nicht gesehen, so. Eins war nichts. Sechs war, es ist ein Troll-Level, Leute. Also den habe ich ja, ich habe den roten ja so nicht gesehen, so klein wie er ist. Ich mach mal eins, wegen nichts. Ich habe nichts gesehen. Okay, war das jetzt richtig oder nicht? Kamehameha, Leute. Ah, hier ist der Checkpoint vom Anfang. Geiles Ding. Okay, was kommt jetzt? Schuh, ab in den Schuh. Lass mich hier raus. Was passiert jetzt? Auslösen? Nee, scheiß drauf. Wofür denn? Okay, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade da hingekommen bin. Das war alles, glaube ich, nur Glück. Ich glaube, da waren 10 Trolls, die mich irgendwie hätten besiegen sollen. Aber, pass auf, ich bin jetzt hier und ich sehe. Pass auf, wisst ihr, was ich sehe mit meinen Trollaugen? Mit meinen Trollaugen sehe ich nämlich rote Blöcke. Die sind jetzt versperrt. So, jeder normale Mario-Spieler würde jetzt den aktivieren. Oh, der Weg ist frei. Lasst uns gehen. Aber ich sehe da über noch zwei Stacheln. Das bedeutet, ich kann mich da festbauen und muss mich umbringen. Das bedeutet, die Switches werden irgendwo von einem Swamp ausgelöst. Meine Prediction. Wenn das stimmt, 10 Daumen nach oben. Okay. Geiles Ding. Aber ich hatte recht und ich wusste es, Mann. Okay, was passiert jetzt? Laufen, laufen, laufen. Okay, laufen. Einfach komm. Auslösen. 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 Hä? Ja, ich wurde getrollt, okay, scheiß drauf. Ich bring mich um, ich bring mich um. Oh Gott, das ist ja voll schwer, sich umzubringen. Oh Gott, ist das schwer, sich umzubringen. Hä? Was ist passiert? Was, da war das Ziel versteckt da drinnen? Ich wurde doch am Ende verarscht. Das ist absolut ein geniales, ich hab Gänsehaut, weil das Level so, wie krass. Wie wurde ich da verarscht jetzt gerade? Was? Es ist ja unfassbar. Ich habe gedacht, das ist vorbei. Ey. Das ist doch unglaublich. Unglaublich. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Postet eure Levels fleißig in den Videos. Nächstes Mal gibt es wieder 3 Level von euch. Ich habe schon... Eins habe ich mir schon rausgesucht. Zwei werde ich mir noch in den Kommentaren raussuchen. Ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Tschüss, euer Theo.